Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie, The ABC Murders. Ich glaube, er hat eine richtige Stelle gespeichert. Wir haben hier ein Notizbuch, damit das mal aufhört zu blinken. Wir durchsuchen weiterhin das Herrenhaus. Das am Tisch haben wir, glaube ich, gerade angeguckt, ne? Ja, das haben wir schon angeguckt. Sehr gut. Brauchen wir das also nicht mehr tun. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Da ist noch eine Uhr. Wir haben diesen Siegelring und wir haben einen Schlüssel. Kann jemand mittlerweile was anderes machen? Kompass, point to the south. Bro. Das kennen wir auch schon. Schauen wir den nochmal an. They have some very valuable objects here. Ja. Okay, hier muss ich irgendwas finden. Traditional Chinese Map. Traditional Chinese Map. Facsimile. South is on the top of the map. Okay, Süden ist oben. Das brauchen wir vielleicht für das eine Rätsel da. Vielleicht. Können wir denn da rausgehen jetzt auch? Oder... Order and method above all. Let us finish examining the mansion while no one is around. Okay. Was haben wir da auf dem Tisch für ein Buch liegen? Combsides Private... Das haben wir doch schon. Das kennen wir doch auch schon. Combsides Private... Ja. Das kennen wir auch schon. The catalog for Sir Carmichael Clarke's collection. Genau. Ah, wir können uns noch mal im Spiegel... Können wir mal ein paar Ego-Punkte sammeln im Spiegel? Drei Ego-Punkte. Damit sind wir fertig. Damit waren wir, glaube ich, auch fertig. Muss mir gerade noch mal, muss gerade mal ein bisschen reinkommen. Genau, hier haben wir die zwei Hinweise gefunden. Können wir denn auch oben noch was machen? Oder haben wir hier noch? Hier haben wir noch was. The Black Dragon's Curse. Der Fluch des schwarzen Drachen. The Black Dragon's Curse. To Franklin, will never grow up. January 25, 1928, Car Charlotte. Von einem Auto hat er das bekommen, das ist aber nett. Fernrohr. Miss Thoragray Combside Tristan Devon. Arsenic Trioxide Thallium. Aha. Was auch immer das ist. Guck mal, best to leave her to sleep now. Ach so, wir können oben nicht gucken. Gut, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich dieses eine Rätsel lösen hier, diese Karte an der Wand. Ich habe nur noch nicht so die Ahnung, wie. I don't need an explanation. Nee, stimmt. I think the signet ring should be placed here. Ah, okay, dann machen wir das doch. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Was? Hä? Da muss ich mir nochmal die Trophäen angucken jetzt, oder was? Moment, da muss ich mir die Trophäe, das habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Also wir haben den Bär und die Antilope. Und den Bär, okay, das ist klar. Wo wird der gefangen? Alaska. Alaska Peninsula. Moment, ich hole mir einen Stift und schreibe auf Bär, wenn der Stift schreiben würde, Alaska. Muss ich ein bisschen Geografiekenntnisse jetzt anwenden hier, oder was? Das ist die Antilope, was hat die für ein Zeichen? Okay, diese Hörner da, Antilope. February 1922, South Africa. Mann, warum schreibt der Kuli denn jetzt nicht? Das ist ungut. Da schreibt er, nur hier nicht.
Doch, hier schreibt er auch. Antilope, Südafrika. Da müssen wir nochmal eben kurz die anderen Dinge auch noch angucken. Das ist keine. Da haben wir dann noch hier die Löwin. Das mit der Tatze. April 1925, Aceh Province, Sumatra. Löwe, Sumatra, wo ich jetzt leider gar nicht weiß, wo Sumatra liegt. Ich weiß, da ist, glaube ich, ein Regenwald. Aber ich weiß nicht, wo Sumatra jetzt so liegt. Hatten wir hier auch noch Trophäen? Die Uhr interessiert uns gar nicht. Hier sind doch sonst keine Trophäen. Okay, wir haben jetzt drei. Aber da sind doch mehr als drei, müssen wir da doch finden. Irgendwo eine Trophäe übersehen. Das ist keine. Können wir hiermit noch was tun? Ne, hier haben wir schon alle Hinweise gefunden. Okay, probieren wir mal die paar zu machen, die wir haben. Der Bär in Alaska. Also jetzt muss ich den Siegelring wieder einfügen. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Ja. So kann ich jetzt. Danke. Also Alaska ist hier. Dann haben wir da Bär. Da können wir aber keinen Bär machen. Können wir da den Bär machen? Haben wir hier an keiner Stelle den Bären? Oder hier? Ne, da haben wir auch nicht. Also hier der Bär Alaska. Alaska. Genau, Alaska. Und da haben wir den Bär dann hier auf der anderen Seite. Da haben wir den Bären. Genau. Das haben wir den Bär in Alaska, die Antilope in Südafrika. Die Antilope. Da nicht, da auch nicht. Haben wir die nicht schon hier? South Africa? Genau. So, jetzt haben wir auch die Antilope. Oder Kudu oder was das war. So, wo ist Sumatra? Das ist jetzt die Frage. Ist das hier irgendwo? Brasil. Irgendwas wurde auch in Brasilien, okay. Wo ist Sumatra? Ist das irgendwo hier in Indien? Sumatra. Da, Sumatra, okay. Sumatra war der Löwe. Da haben wir die Tatze. Dann bräuchten wir hier noch die Tatze. The Lion of Sumatra. Genau. I heard the sound of a mechanism. Ach, das waren schon alle drei. Ah, super. Haha. A strange way of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on a map. Okay. Haben wir hier irgendwo eine Jahreszahl drauf oder so? 1587. Probieren wir mal. Yes. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. Was haben wir denn hier Interessantes? 5 Ego-Punkte. Ein School Report. At the college school year 1912-1913, Franklin Clark. Der Schulmädchen-Report. Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Okay, Briefe. Sir Carmichael Clark, Kamsai Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Comside, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th.
Thanks for defending my interest against Wong, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Gray. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. You wrote me you want to stay in China for one more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here, and that Charlotte will be gone by the time you come back. I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. Mm-hmm. Charlotte Clark Comside Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Comside, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me. Starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have one year to live, no more. How do I know? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals from. Sir, I know. But my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you are surprised. Carl will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Comside. Warm regards, Charlotte. Mm-hmm. 12 gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much. Hardly enough to justify your robbery. Okay. 5 Ego-Punkte. Die Umgebung des Herrenhauses. Ah, jetzt dürfen wir raus. Okay. Dann haben wir im Herrenhaus jetzt alles durchsucht. Das finde ich sehr gut. Ich denke mal, wir sollen hinten raus, da wo die Tür schon offen steht. Dann werden wir das so gleich tun. Und zwar hier. Where is the horrible smell of carrion coming from? Was, fauliges Fleisch? Hier interessiert mich nichts. Bevor wir runtergehen, gehe ich erstmal hier lang. Da können wir was. Was? Entschuldigung. Was habe ich weggeklickt? Tut mir leid. Da ist eine tote Ratte. Brown pellets. Was? Revolting. Tut. The gardener does not follow the alignment. Geht ja mal gar nicht. There, so. That's better. It is symmetrical. Cäsiumkristall 133. There, that's better. It is symmetrical. Okay, hier gibt es sonst weiter nichts. Dann gehen wir mal runter und da kam wahrscheinlich jetzt der Geruch von verfaulendem Fleisch her. Da so eine Ratte oder ein Eichhörnchen oder eine Maus, irgendwas lag da. Gehen wir mal in diesen schönen Garten mit dem wunderschönen Brunnen. This fountain makes a very relaxing sound. Mhm, das stimmt. Haben wir da irgendwas? Wie heißen diese Dinger da? Ich hoffe, er sagt... Oh, Schmanno! This Wisteria is in full bloom. Wisteria, okay.
Hier unten haben wir so einen Tisch oder so. Den wollen wir uns natürlich auch näher angucken. Was da drauf liegt. It was probably the gardener who lit this fire. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This object would probably be useful to me. Let us now try and get our brain cells to work. Okay, die offenen Fragen beantworten. Warum hat Thora persönliche Gegenstände in Combside gelassen? Thora hat Carmichaels Geschenke hinterlassen? Was? Geschenke oder was? Warum hat sie persönliche Gegenstände hinterlassen? Nee, das macht ja keinen Sinn. Vielleicht der Brief. Der, was auch immer das heißen soll. Nee, das war es nicht. Es fehlt ein Dolch. Aha! Thora möchte nicht des Diebstahls bezichtigt werden. Everything that Thora Gray has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our brain cells to work. Ist Thora eine Giftmischerin? Das hat ja die Mutter gesagt. Thora hatte Rattengift bestellt. Wir haben eine vergiftete Ratte gefunden. Und sie hat gesagt, sie will sich vergiften? Nein. Ich würde fast sagen, nein. Thora Gray hat nie daran gedacht, Lady Clark zu vergiften, genau. Weil sie eh bald stirbt. Thora Gray had no reason to kill someone who only had a few months left to live. Genau. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Okay, ich würde aber gern da rein. Kann ich scheinbar nicht. Ach so, das ist zurückgehen. Das ist gar nicht in das Häuschen. Doch, jetzt kann ich mir das Häuschen da angucken. Clark's Greenhouse. It must hold some rare plants. Aha. Okay, dann putten wir mal den Generalschlüssel weg. Wo war der? War der im Löwen? Ah, fuck. Oder habe ich ihn schon weggepackt? Nee, habe ich noch nicht weggepackt. Da war der für den... Scheiße, wo war denn der Generalschlüssel her? I don't know. Wir sollten ihn aber auf jeden Fall zurückpacken. War der in dem Löwen? Oder war der hier irgendwo drin? Ne, hier nicht. Was sagt denn das Ziel? Ach, wir sollen einfach nur Hastings anrufen. Na gut, das ist gut. Dann tut er den Schlüssel vielleicht automatisch von selber zurück. Oder wir nehmen ihn halt mit. Wäre mir eigentlich auch Wurst. So, wir rufen mal Hastings an. And inform Hastings that I'm returning to London. Fuck. Ich muss den echt zurückpacken. Scheiße, wo hatte ich den denn her? War der hier draus? April, nein. Ja, kann ich aber nicht wieder aufmachen, okay. War der hier drin? I've finished. Nein, das wollte ich nicht. Hauptsache, er läuft noch. Wo habe ich denn diesen Garageschlüssel her? Steht das hier drin irgendwo? Notizbuch, das Opferzeuge. Verdächtige Opferzeuge. Wo habe ich den Generalschlüssel hergehabt? Verdammt. Wo kann ich den hintun? Kann ich den nicht einfach hier auf den Tisch legen? Oder gebe ich den der Oma oben? Oder ich lege ihn hier auf den Tisch vielleicht?
best to leave her to sleep now. Okay, wir lassen sie schlafen. Hilft mir immer noch nicht, weil ich nicht weiß, wo ich den Schlüssel her hatte. Oder lag der hier bei den Sachen auf dem Tisch? Ich meine, den hat man irgendwo rausgeholt, oder? Okay, in der Eingangshalle hatten wir den gefunden. Dann müssen wir den auch da wieder zurücklegen, oder? Dann gehen wir mal in die Eingangshalle. Ich weiß nur, wo, ich weiß nicht mehr, wo wir den da gefunden haben. War das doch hier? Kann ich das jetzt hier mit zurücklegen? Ah, okay. Perfekt. Nothing else is keeping me here. Gut, dann rufen wir in der nächsten Folge Hastings an und kehren zurück nach London. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Agatha Christie, The ABC Murders. Macht's gut. Tschüsschen.